Dich umgeben Tränen und du treibst im schwarzen Ozean. Deine Augen suchen nach dem Ufer in der Dunkelheit, die deine Seele verzehrt. Die Stille frisst sich in dein Ohr und du spürst, dass aus der Tiefe unter dir etwas Mächtiges und Böses schläft. Es pulsiert in der Tiefe und ein Sog aus Trauer und Furcht zieht dich hinab. Du steckst deinen Kopf den Himmel entgegen, ringst nach Luft. Doch dieser Himmel schenkt dir kein Licht. Düster und schwer hängen die Wolken am Himmel. Das einzige Licht, das dir bleibt, ist das der wolkendurchschneidenden Blitze. Sie züngeln nach dir. Sie greifen nach dir wie lange spinnenartige Finger, die dir den Tod bringen wollen. Kein Entkommen, Hoffnungslosigkeit erschwert dein Herz und der Sog unter dir wird zu stark. Die schwarze, zähe Brühe dieses schwarzen und trostlosen Ozeans bedeckt dein Gesicht und zerfrisst dich innerlich. Du willst atmen, aber die schwarze Flut legt sich auf deine Lungen und es zieht dich weiter in die Tiefe. Den Himmel siehst du nicht mehr. Ein farbloses Schwarz umgibt dich. Es ist, als ob es dich zusammendrückt und Schmerzen durchziehen deinen Körper. Du willst schreien, aber deine Stimme hat an diesem Ort keinen Klang mehr. Du versuchst durch das Schwarz hindurch zu sehen, doch es ist, als ob du nie sehen konntest. Doch plötzlich ist da etwas, das an Schwärze doch noch alles übertrifft. Es ist groß und schnell. Es kommt auf dich zu. Deine Augen erlauben dir nicht genaueres zu erkennen, aber du weißt, dass es dich will. Wieder schreist du stimmenlos in die Tiefe und plötzlich ist es genau vor dir. Du erkennst es nun genau und blickst ihm in die Augen. Es sind Augen, denen jegliche Tiefe und Lebendigkeit vermissen lassen. Ein Maul, das einer Clownsfratze ähnelt, zeigt sich dir. Etwas packt deinen Arm und zieht an dir. Du hörst deinen Namen leise aus der Ferne und nun immer näher. Du schaust umher. Da siehst du es, ein kleiner heller Fleck in dem ganzen Schwarz. Du schreist, rennst, nein, du fliehst zu diesem kleinen Funken der Hoffnung, der deine Rettung sein könnte. Du hörst diese Stimme, die deinen Namen ruft, nun laut und deutlich. Plötzlich zieht sich alles in dir zusammen und ein tiefer, warmer Atem zieht in dich ein. Du öffnest deine Augen, du bist zu Hause. Müde reibst du dir deine Augen. Es war nur ein Traum. Alhamdulillah. Die schlechten Träume kommen vom Scheitan, um dich mit Zweifel zu füllen. Die guten kommen von Allah, so vergiss das Grauen, das du gesehen hast, und wende dein Herz Allah zu. Die Träume sind vielfältig und vieles ist verborgen. Dennoch gibt es unter ihnen schlechte und gute Träume. So sei auf der Hut und gib Acht, dass du deine schlechten Träume nicht weiter erzählst, denn du weißt nicht, wer sich hinter diesen Menschen verbirgt, ob es ein Magier oder Wahrsager ist. Somit haben deine Träume nichts bei Social Media verloren. Denn dein Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch etwas im Traum sieht, das er gern hat, so ist dies von Allah. Er soll Allah dann dafür lobpreisen und anderen Menschen davon erzählen. Sieht er aber etwas anderes, das er nicht mag,
so ist dies vom Satan. Er soll dann seine Zuflucht bei Allah vor dem Übel dieses Traumes suchen und keinem Menschen davon erzählen, denn dadurch wird ihm kein Schaden entstehen. Des Weiteren gibt Jakub alayhi salam seinen Sohn Yusuf alayhi salam folgenden Ratschlag. Er sagt: O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Oh,